Und jetzt müssen wir aber unten nach unserer Gemütlichkeit gucken. Denn beim Feuer ist ja Gemütlichkeit 7 haben wir jetzt. Hier ist ja die Mitte. Ja. Müsste eigentlich sein. Ich weiß nicht, wo die Mitte ist halt. Aber ich habe halt auch Gemütlichkeit 7. Oh, Sami schreibt gerade, das Dach wird nicht anerkannt, weil die Seite zu offen ist. Gemütlichkeit? Ein Trollorchester? Auf dem Steg, ich glaube fast. Ist das... Ja, weil das Dach zählt 2 Punkte. Warte mal, Sami, lass uns mal kurz zusammenzählen. Wir haben ein Dach, das sind 2 Punkte normalerweise. Lass mich mal kurz rechnen. Wir haben ein Dach, das sind 2 Punkte. Kannst du noch mal sagen, was er geschrieben hatte? Warum zählt das Dach nicht? Weil es zu... Weil es zu offen ist. Offen ist. Dann der... Ja, ist denn hier offen? Die Feuerstelle zählt 2, sind 4. Das Drachenbett zählt 2, sind... Es zählt nicht doppelt, ne? Sind 6. Und der Maibaum zählt 1. 7. Also passt 7. Doch mit 7. Nee, das ja. Dach zählt. Das Dach zählt. Also oben wollen wir ja gar nicht sein, sondern es ist ja, unten ist ja der Mittelpunkt oder das Gemütlichkeitsdings. Also 7 sollte passen. Es sollte jetzt eigentlich passen. Also ich habe jetzt zusammengezählt, 7 passt. Das heißt, wir müssen jetzt noch die ganzen Läufer hinbauen. Wir brauchen Platz für den Thron. Wir brauchen Platz für den riesengroßen Jacuzzi. Der könnte am besten da hinten in die Ecke. Hoffentlich passt der da hin. Also da dürfen wir jetzt nichts hinstellen. Wir brauchen jetzt einen Tisch. Wir brauchen verschiedene Dinge, die wir jetzt da hinbauen müssen. Also, los geht's. Es ist mega ärgerlich mit dem Maibaum, ey. Der nimmt halt echt... So, ja, baust du das Graffel, ja. Was du vorhin, genau, du hast ja da die Kiste, genau, perfekt. Ich schmelze weiter ein bisschen Eisen, Silber und würde eventuell schon mal geschwind in das Schneebiom gehen und mal gucken, ob ich da noch mal ein bisschen was zusammen finde. Kann ich die Läufer jetzt auch nach oben bauen oder darf nur das Bett oben stehen? Also kann ich sozusagen, also so wie ich es ja verstanden habe, wie John ja auch meinte, dass diese 5 auch 5 auch nach oben hingehen, da kann ich ja jetzt, egal wohin, alles hinhängen, ne? Macht das an, ja. Ich denke auch. Also ist das eigentlich alles voll hängen können? Ich habe deswegen ja auch die ganzen Balken oben gesetzt im Obergeschoss. Ja. Also wenn nicht, dann sag doch mal Bescheid, ja. Gut, am Ende werden wir es ja merken. In dem Moment, wo du es hängst, müsste ja das von 7 auf 8 springen, oder? Eigentlich. So, und ich habe jetzt hier auf meinem Bett. Okay, perfekt. Dann bauen wir uns einmal den Läufer hin. Und diesen Läufer. Jetzt Gemütlichkeit 9 unten. Sehr gut. Dann brauchen wir einen runden Tisch. Wir haben aber nur einen großen langen Tisch. Müssen wir noch gucken. Warte mal, wie rum muss ich das bauen? So rum, ne? Richtig, ne? Da kommt nämlich noch die große Trophäe hin. Bei Möbel, also bei Stühle und Hocker, zählt nur einer von beiden. Und zwar der den höchsten Bonus hat. Genau. Muss ich mal gucken, ob das da hingeht. Und dann können wir vielleicht eins hier hinbauen. Und eins übers Bett. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt auf meiner Liste stehen,
Warte, warte. Machen wir es mal so. Dass es ein großer, runder Tisch sein muss, der die meiste... Nee, lang und rund. Genau, lang und rund. Aber es ist ein langer, runder Tisch gibt es doch gar nicht. Es gibt den... Ah nee, wir haben ja nur einen, ne? Ich bin gerade maximal verwirrt. Ich weiß nicht, was du gerade erzählst, wenn ich ehrlich bin. Man muss ja auch nicht. Warum kann ich jetzt da nichts mehr... Ah nee, die Ecke, die zählt nicht, ne? Oder ist es auch noch 5 auf 5? Nee, doch, das müsste eigentlich alles zählen. Wollen wir den Thron nach oben oder nach unten machen? Allein von der Optik. Ja, unten, oder? Es gibt 3, also dann haben wir den dritten noch nicht, okay. Ja, weiß nicht. Also vielleicht doch lieber oben. Okay. Oder Eisennägel. Wieso habe ich denn nur 6 Eisennägel? Wo willst du den hier hinstellen? Das ist halt auch schon ganz schön eng. Okay, der Thron. Wir müssen das nochmal recherchieren, ob das wirklich nur 5 Felder sind. Also... Kommt mir echt ein bisschen wenig vor. Glaubst du etwa den Chat nicht? Ja, stellen wenigstens schräg in die Ecke. So wie das Bett eben. Dass er so ein bisschen schräg steht. Dann sieht es nicht so. Weißt du wie? Der Rückenlehne ins Eck. Es gibt groß und rund oder dunkel und lang. Also ich habe hier nur diesen kleinen Hocker. Frank, alles gut? Nicht verschlucken. Nicht verschlucken. Nicht schluck. Ich habe nur den. Ist es der falsche oder ist es sogar der richtige, Micha? Von wem habt ihr das mit 5 auf 5? Aus dem Internet? Gemütlichkeit muss 5 auf 5 sein. Oh, Thorsten, ich bin mal raus für heute. Hoffe, ich schaffe es, morgen wieder bei euch zu sein. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß. Thorsten, schlaf gut, träume schönes und bis morgen. Ja. Mach es gut, Nächtle. Ach, und Fergi, Nadine. Lange nicht gelesen. Wie geht's dir? Hallo. Ey, bei dir sind doch bestimmt schon die Ferien wieder rum, oder? Da ist doch Chaos wieder angesagt. Oder... Jetzt geht's erst wieder richtig schön los, weil normalerweise ist ja Chaos in den Ferien. Oder? Wie geht's dir? Hi. Ach, davon wusstest du noch gar nichts, Sami. Doch, doch. Also dieser Gemütlichkeitsdings hat ja nur einen bestimmten Radius. Ah, okay, Micha. Wir haben keine Karottensuppen mehr. Aha. Soll ich mal wieder was machen? Ja, ich dachte, du machst schon die ganze Zeit, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich Karottensuppe. Was ich dir im Stream gesagt habe, war, glaube ich, wir brauchen mal zu essen. Ja, aber Karottensuppe doch nicht. Du sollst die Karotten so essen, aber doch nicht die Karottensuppe. Ja, wir haben trotzdem keine Karottensuppe mehr. Ich esse ja die ganze Zeit Karotten, aber wenn jetzt irgendwann mal was kommt, wo wir vielleicht wieder Suppe Ach so, brauchen können. Ja, aber dafür brauchen wir, nee, wenn wir unterwegs sind, dafür haben wir Würste, Rübeneintopf und eventuell okay, gekochter davon Fisch. Davon haben wir genug. Ja, okay. Gut. Ja, ich bin ab und zu am Herstellen. Alles klar. Gut. Ja, ja. Wunderbar. Ich bin doch, ich sorg doch für ja, uns, Uschi. Hauptsache du hast Zimbrik. Ich sorg doch für uns. Ist da ja, ist da. Oh, hallo Schark, wie geht's dir? Hallo.
Ja, so, Ferien sind schon lange wieder vorbei, aber Arbeit wird wieder besser. Oh, krass, okay. Ja, das ist aber doch auch schön, oder? Ach so, du dachtest, dass es mehr ist. Okay. Nicht Karottensuppe. Warum, Gabriel? Warum? Ansonsten geht es mir echt gut. Bin um mehr arbeiten und weniger am Rechner. Viel zu warm oben. Ja, das glaube ich dir. Im Winter wird es wahrscheinlich dann wieder ein bisschen mehr. Obwohl, wer weiß, was dann ist, ne? Ja, aber ist ganz klar. Auch alleine wegen Sommer. Im Sommer ist Wetter so schön und du kannst vielleicht abends so ein bisschen draußen sitzen oder überhaupt dann ferientechnisch und das ist doch klar. So, lass ich Oha, da mal ein Fergie. bisschen rumrödeln da oben einfach, Ja, mach ne? das. Ich tue uns jetzt mit Gemütlichkeit hochstecken. Ich krieg das Ja, schon irgendwie geil. hin. Ich würde mal eine Runde angeln gehen, glaube Ja, ich. geil. Aber schön, dass du reinschaust, Fergie. Da freue ich mich. Ach, stimmt. Schau, du bist ja in Ungarn. Oh, wie geht's dir? Genau. Seit heute, ne? Oder? Oder beziehungsweise bist am Wochenende wahrscheinlich schon dort, ne? Also dorthin gefahren. Oh ja, gestern. Oh. Und wie ist es dort? Ich meine, du bist ja mehr wegen Arbeit und so, nicht wegen Erholung, aber am Ende wegen beidem. Aber wie ist es? Hab gehört, heute im Oktober soll es angeblich schon Schnee geben. Ach du Scheiße, kriegen wir einen harten Winter jetzt, Alexander? Ach du Scheiße, Gabriel. Oh nein, eine gute Besserung wünsche ich dir. Oh, wir haben letzte Woche schon so viel darüber geredet. Alles, was im Kopfbereich ist, Auge, Ohr, Nase, Hals, Zähne, das braucht kein Mensch. Oh, gute Besserung. Und ich drücke dir die Daumen. Und ich denke mal, das hast du bestimmt auch mit eingeplant, dass du bis Samstag wieder fit bist. Ja, Fergie. Ja, Oktober ist normalerweise noch richtig schönes Wetter. Sollte doch eigentlich noch klappen, Alexander. Golden Oktober, oder? Sagt man doch. Also den Tisch baue ich jetzt noch nicht. Den Thron habe ich gebaut. Oder? Das war doch der Was, Rabenthron, ja. weswegen brauchst du den Tisch nicht? Weil wir den noch nicht machen können. Weil wir den noch nicht haben. Ah, das ist ein legitimer Grund, ja, okay. Ja. Und was anderes können wir nicht noch bauen, um das irgendwie hoch zu ballern. Fahnenmast oder sowas, gab es ja irgendwie diese Bannermäste, weiß nicht, ob die irgendwas tun. Warte mal, hattest du den blauen Banner oder den schwarzen? Den blauen, ne? Oder den Wir schwarzen? hatten auf jeden Fall zwei. Ich hatte den blauen. Weil blau ist meine Farbe. Juhu. So. Schwarz kann ich jetzt gar nicht mehr bauen, ist egal. So. Hallo Willi, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Was, wenn Chefin im Oktober im Pulli hier sitzt, wissen wir, was Sache ist. Ich war heute ja wieder so ein bisschen am Städte erkunden und habe gesehen, dass vor allem für die Männer, also ich gehe ja gerne auch als, ich bin ja innerlich Karl-Heinz, ich gehe ja gerne auch in die Männerabteilung. Und heute war wieder eines der Momente gewesen, wo ich bei den Männern super viele Sachen gefunden hätte, habe mir aber nichts gekauft, weil ja, war dann doch ein paar Sachen zu groß oder die Farbe nett oder so. Aber zum Beispiel bei Männern gibt es echt tolle Flanellhemden und Jacken. Und ich glaube, mein innerlicher Karl-Heinz muss mal in die Männerabteilung gehen, noch bevor es richtig kalt wird. Der goldene Oktober. Normalerweise ist es ja so, Alexander, gell? Wie geht's euch so? Ja, wir haben noch Ferien und ansonsten ist alles klar. Also dieses Jahr ist völlig relaxed. Wir sind ja nicht
weggefahren. Ich war nur Anfang August über eine Woche ziemlich krank gewesen, was ziemlich schade war. Und aber ansonsten, wir haben immer mal, wenn schönes Wetter war und wenn es gepasst hat, ein paar Städtetouren gemacht, völlig relaxed. Und ansonsten, ja, die Kinder haben halt jetzt ein schönes Alter, die können sich schon relativ gut selbst beschäftigen und war alles super gewesen. Und wie gesagt, wir haben dieses Mal wirklich gesagt, dann lass uns mal hier ein bisschen die Städte erkunden und mal was anderes machen. Und hat super gut funktioniert. Also war eigentlich ein richtig schöner Sommer gewesen so. Und wie gesagt, mir geht's jetzt auch wieder gut und ist alles gut. Und am Samstag, wie gesagt, wer das jetzt auch noch nicht mitbekommen hat, am Samstag ist ja großer 7-Days-Charity-Event, wo ganz viele schöne, tolle, engagierte Streamer zusammenkommen für den guten Zweck. Und alle Donations, die reinkommen, gehen an die Kinder. Also schaut auf alle Fälle vorbei von 19 Uhr. Ab 19 Uhr geht's los bis ungefähr 1.30 Uhr, 2 Uhr oder so. Wird's auf alle Fälle gehen. Es wird ein richtig krasses 7-Days-Event werden, weil da geht's richtig PvP-mäßig ab. Also ich denke mir, das geht, weiß ich nicht, vielleicht wird's so sein wie Tribute von Panen so. Das wird richtig Gemetzel werden. Es wird lustig für euch zum Zuschauen. Ich bin sehr gespannt. Und natürlich am 8.10. auch Save the Day, das ist auch ein Samstag, haben wir Vierjähriges, also nicht so, sondern Vierjähriges. Und da bin ich gerade natürlich auch am Looky Looky machen. Und ich habe jetzt schon ganz viele Game Keys für euch zur Verlosung. Ja, Mann, da freue ich mich schon mega drauf. Natürlich, unsere Jahreszusammenfassung wird am Start sein. Keine Ahnung, ich habe so viel geplant. Ich weiß noch gar nicht, was ich zocke, das bin ich wieder völlig frei. Aber das wird richtig gut. Deswegen save the date am 8.10. Sehr wahrscheinlich geht's um 10 Uhr los, weil ich will auf alle Fälle die 12 Stunden mit euch durchmachen, weil wir brauchen einfach Zeit, um das Ganze zu zelebrieren. Und deswegen ist es ja immer am besten. Ich mache so diese 12-Stunden-Streams ja immer gerne von 10 bis 10. Meistens wird's dann doch 14 Stunden, zwischen 14 und 16 Stunden. Wir gucken einfach mal, wir lassen uns einfach überraschen, was am Stammtisch passiert am 8.10. Auf jeden Fall celebrate, ne? Oh, schön, Willi, das freut mich. Dann genießt deinen Feierabend mit uns. Du hast im Pulli schon da gesessen, Gwen. Oktober wird schön, wir haben da Urlaub. Richtig punschig, so sieht's aus. Hallo Manuel, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich bin immer noch im Flash bei euch, ey. Ich melde mich dann auch mal ab, Dank für den schönen Abend. Och, da, auch Andi. Andi, vielen, vielen lieben Dank. Du weißt. Und fühl dich ganz so gedrückt. Schlaf gut, träum was Schönes und bis die Tage. Spätestens Samstag, Andi. Mach's gut. Gibt ja auch genug schöne Ecken in der Nähe. So sieht's aus, Shark. Und ich habe so viele Städte noch nicht gesehen und das ist so schön. Ich war zum Beispiel dieses Jahr das erste Mal in Mainz richtig gewesen. Ich hatte immer nur war so ein bisschen abseits, aber jetzt war ich mal wirklich in der Innenstadt von Mainz. Wunderschön, mega, also richtig toll. 24 Stunden, nee, 24 Stunden kriege ich wahrscheinlich nicht gebacken. Das hatte ich einmal gemacht mit euch, aber das ist schon teilweise eine Quälerei. Also das ist auch für euch, weil ist natürlich schön, ihr geht ins Bett, steht morgens auf, ich bin immer noch da. Aber es gab schon so eine Zeit zwischen 2 und 5 oder 3 und 5 oder 3 und 6, also so 2-3 Stunden waren's, wo viele von euch halt nicht da waren, weil sie klar im Bett waren, ne? Und dann läuft man natürlich auch in so einen Leerlauf, wo man langsam dann auch müde wird und so. Also das ist schon, also 24 Stunden ist schon eine Hausnummer. Ja, geht uns auch so mit den Kindern. Es ist echt ein tolles Alter, auch als wir im Urlaub waren. Total toll. Oh, Fergie, wo wart ihr denn im Urlaub? Das ist alles an einem Samstag, Fergie. Alles an einem Samstag. Ach, krass, Gwen. Anfang Oktober gibt es eine Tour durch Aschebesch mit Führung. Ja, Wahnsinn, Shark. Das habe ich mir heute auch gedacht. Ich hatte in Aschebesch, Shark, eine Bacchus-Führung gehabt. Also Wein-Bacchus. Und da ging es rein um die Geschichte des Weines der Stadt
Und das war so interessant. Also ich kann das dir, wenn das noch nicht gemacht hat, ich kann das dir wirklich empfehlen. Ich habe Orte, also ich habe, wir haben wunderbare Tour war das. Ascheberg ist ja eine schöne Stadt. Ja. Ey, Fergie, wie cool. Malle. Was? Together und Angie haben sage und schreibe 37 Stunden gemacht mit Abwechslung 3 Stunden Schlaf Maximum. Mehr hatten die nicht. Alter, krass, Sammy. Also das könnte ich nicht. Also ich brauche meinen Schlaf und naja, und mit den Kids geht's ja sowieso nicht, Sammy, ne? Das wäre ja, das geht halt nicht. Also 24 Stunden war schon krass gewesen, ne? Lol, Shark. Ja, du, ich hatte mal wirklich eine Führung gehabt und ich finde es so doof, weil man kommt bei den umliegenden Gemeinden oder Städten, man kommt halt nicht auf eine Stadtführung, weil Stadtführung ist so typisch Touristik. Aber man sollte das wirklich mal machen, vor allem in solchen schönen Städten, wo es Schlösser gibt oder Burgen oder man schon irgendwie im Hinterkopf hat, da ist Geschichte dahinter, ne? Die waren selber schuld, ach so, haben sich festgesuchtet. Die hatten für jedes Abo 10 Minuten. Ach so, ach du Heiliger. Und dann hört es natürlich nicht auf, Sammy, ne? Ja, im Pompeianum. Oh, wie schön, Chuck. Ja, cool. Mhm. Ey, Vivi Anja. Also, ich gucke jetzt nochmal auf meine Dinge. Ramtron Banner, Feuerstelle, Stuhl. Ein Stuhl. Das ist der Stuhl. Den stelle ich einfach mal hier hin. So. Den zugehörigen Tisch, den können wir nur nicht bauen. Das Drachenbett haben wir. Den Rüstungsständer haben wir unten schon stehen. Die Badewanne haben wir nicht in den Maibaum. Jetzt brauchen wir nur eine Kohlenpfanne. Was brauche ich denn noch für die Kohlenpfanne? Eine Kette 5 Bronze. Eine Kette 5 Bronze. Haben wir noch Bronze? Nein, wir haben keine Bronze mehr. Na, das wird ja lustig. Dann müssen wir welche holen. Ja. Dann müssen wir welche holen. Was, 50 Stunden? Oh, Manuel, dankeschön für 236 Stunden und seit 10 Monaten und einer Woche am Start. Dankeschön, Manuel. Und wie gesagt, mir geht's auch gut. Alles prima, ja. Stuhl-TV. Ein Thron zählt nicht als Stuhl. Nee, Thron ist ja separat. Thron ist separat. Der Thron zählt 3 und der Stuhl, den ich jetzt gesetzt hatte, müsste 2 zählen. Gibt es denn noch tolle Spiele, die du getestet hast? Viel zu viele, Fergie, viel zu viele. Die bringt nichts extra, es zählt nur eine Feuerstelle. Wie, die bringt nichts. Ey, was meinst du mit Feuerstelle? Was? Und Shark, dankeschön für 24 Stunden und seit 2 Wochen am Start. Genau 2 Wochen. Hey! Wir sind eskaliert, ja. Fergie, dankeschön für 74 Stunden und seit 11 Monaten und 4 Wochen am Start. Hey! Fast ein Jahr. Ach stimmt, warte mal. Das war damals gewesen, bei Stranded Deep kamst du dazu. Kann ich mich noch dran erinnern? Ja, und Stranded Deep war auch letztes Jahr zum 3-Jährigen gewesen. Ja, lol. Ach, die Kohlpfanne muss ich nicht bauen. Die bringt nichts extra, es zählt nur eine Feuerstelle. Okay, gut. Die Kohlenpfanne wäre ein Punkt. Ach, da habe ich es auch dazu geschrieben. Ja, okay, dann perfekt. Dann brauchen wir kein Bronze. Gwen, dankeschön für 1079 Stunden seit einem Jahr und 6 Monaten am Start. 1,5 Jahre, Gwenny. Ja, Fergie, voll gut. Wir haben dann auch für Ablenkung gesorgt. Bei 28 Stunden gingen wir mit den beiden auf ein Event-Map, um es ihnen ein bisschen zu erleichtern zu machen. Das habe ich bei meinem 24-Stunden-Stream auch gemacht. Da musst du dich dann irgendwie ablenken. Also du kannst keine Spiele spielen, die halt zurück sind, dass du halt immer halt
geistig auch am Start bist, ne? Ja. Alexander, danke schön für 911 Stunden seit einem Jahr und 2 Monaten am Start. Dankeschön. Ich habe mir das Spiel Omno, das uns so wärmstens empfohlen wurde, ist gerade mit 45 Rabatt im Angebot, habe gerade eine Mail bekommen. Omno? Omno wurde uns empfohlen? Muss mein Stift. Da. Muss ich nachgucken. Sagt mir wieder mal gar nichts. Aber ich gucke halt einfach nach zu vielen Filmen tagtäglich. Filmen, ja, spielen. Ja, glaube schon, dass es Best Friend Deep war. Haben ja einen ähnlichen Spielegeschmack. Außer Apex. Ja, Mann. Nee, ich kann mich noch dran erinnern. Manchmal erinnert man sich an Verschiedenes. Und Stranded Deep war irgendwie halt auch so ein besonderes Spiel. 911. Soll ich erstmal den kleinen Tisch bauen und den kann ich dann mit dem großen ersetzen, Micha, oder was? Ja, dann erinnere ich mich an, ja. Okay. Aber das ist doch auch so ein schönes Suchtspiel, oder? Das ist doch auch so ein wie Spirit of the Island. Ich schaue auch ständig nach neuen Spielen. Schlimm, ja. Aber ich habe schon geguckt, meine Wunschliste bei Steam sind fast 200 Spiele und angeblich kann Steam nur 200 Spiele auf die Wunschliste setzen. Ich bin also gespannt, wenn ich mal da drüber kommen sollte. Und ich habe aber so viele Spiele, die noch nicht erschienen sind. Also ich könnte jetzt auch gar nichts dagegen tun, um diese Wunschliste zu erleichtern. Okay, sehr gut, Micha. Okay, dann machen wir das. Dann baue ich erstmal den Tisch. Und dann. Es gibt so Valheimer Eventmenge. Ach so, Glolsami. 200 Spiele geht doch noch. Du hast nur 77? Ja. Ja, es ist schlimm. Es ist schlimm. Ach so, genau. Das wollte ich nämlich auch noch bauen. Nee, das... Nein. Das da muss unbedingt noch mit. Hast du. Okay. Also bin ich nur eskaliert. Ja, sie sagte, wäre schön entspannt und sieht von den Bildern her auch so aus. Um 45% Minus ist schon eine Ansage. Ja. Auf einem Account. Beim anderen weiß ich es nicht. Wieso hast du mehrere Accounts? Also ich habe nur einen Steam-Account. Noch. Ich wüsste aber jetzt auch gerade nicht, warum ich mehrere haben sollte. Wahrscheinlich genau wegen diesem Fail mit 200 Spiele. 120 hast du, Punch Eagle, ja, ja. Ach so, genau. Ich wollte hier unten den Stein da oder was das ist draufsetzen. Hier. Uff, die 6. Wieso geht das nicht? Ach klar, stimmt. Der geht ja gar nicht. Hier habe ich ja was anderes drauf gemacht, ne? Warte mal. Ach so, Moment. Hier, der da. Ah nee, das kommt ja da nicht hin. Warte. Vielleicht dann hier. Und dann jetzt hier, klack. Da stört er niemanden. 49. Oha. 5 Stück. Ach so, Fergie. Okay, lol. Nerux, dankeschön für 25 Stunden seit 2 Monaten und 2 Wochen am Start. Dankeschön. Ja. Na, ich bin gespannt, ob ich von den fast 200 Spielen, die ich auf meiner Wunschliste habe, weißt du, dann wirklich auch alle mal spielen werde. Oder kaufen werde. Ist ja auch die Frage, ne? So.
Na, der sieht auch gut aus hier. Der hängt auch wieder. Den könnten wir hier hinhängen. Oh Gott, will man so schlafen? Da habe ich doch eigentlich auch einen Dings hingehängt. Naja. So, wie viele haben wir denn hier noch? Das passt hier noch drauf. 4 Stück. Aber am Ende sind es dann doch noch mehr. Dein Spawnpunkt hast du dir aber schon gesetzt, Frank, ne? Wieder neu. Ja. Ich hatte auch gesehen, dass du dir deinen schon gesetzt hast. Deswegen habe ich auch nicht weiter nachgefragt vorhin. Geil. So, ich habe uns mal wieder ein bisschen Hirschfleisch, Nixenfleisch, Fischfleisch und mitgebracht. Schön gejagt. Mhm. Und jetzt ist mir noch so, als ob du irgendwas erzählt hast, dass wir Bronze brauchen. Nein. Und dann würde ich. Brauchen wir nicht mehr? Nein. Nicht mehr. Dates, very nice. Dann brauche ich nicht los. Dann verballer ich jetzt das letzte Silber. Noch 3 Barren auf der Hand. 4 Jahre wartest du auf dem Spiel, Fergie. Stammtisch. Wenn du 10% spielst, ist es ein Erfolg. Ja, das Schöne ist ja, Shark, dass ich durch die Streams mit euch und so weiter, und wir tun ja so viel auch ausprobieren und auch mal durchtesten, dass da halt natürlich die Möglichkeit halt mehr besteht, als wenn du jetzt irgendwie privat oder so, ne? Das ist klar. Weil privat hast du natürlich nicht so viel. Na? Oh, ich will dir mal ein Gläschen Sekt oder Bier an alle. Punschigel, dankeschön. Freibier, Freisekt von Punschigel. Leute, bedient euch. Okay, wir müssen das Dach noch zumachen, weil sonst geht das Feuer aus hier. Natürlich echt ein bisschen doof. Nee, Omno ist... Was war denn das für ein Geräusch? Das war ein seltsames Geräusch. War das das Boot? Das war das Boot, ja. Oh nein, Leute. Ich kann es nicht einsam, ich bin voll. Ja, da war bestimmt so ein Troll dran, oder? Also so ein... Muss aber lange dran gewesen sein. Boote weg. Oh nein. Okay. Dann hat mich Omno nicht überzeugt, Anja. Dann muss es das gewesen sein. So, ich habe auf jeden Fall die Eisennägel. Hirschfell habe ich auch bekommen. Ja, aber dein Mann hat dir dann einen Account, Anja. Also hat dein Mann einen Account und du hast einen Account. Also hast du ja nicht 2 Accounts, oder? Meiner hat nur leider kein PC mehr, aber nützt nichts, ich muss ins Bett. Ach, Fergie, wie geil. Mach's gut. Schlaf gut, träum was Schönes. Und schön, dass du wieder mal reingeschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis ganz bald, genau. Och, ich glaube, du brauchst du auch mal einen kleinen Timeout, mein Schnucki. Ha? Komm, will doch auch mal ins Timeout gesetzt werden, dann Mr. Wichtig. Hey, Mr. Wichtig, du machst ja was nicht richtig. Muss wieder jemand belehrt werden. Aber ich hätte meine Spiele auf 2 Accounts, könnte er und ich gleichzeitig meine Spiele spielen. Das musst du mir nochmal erklären, Anja. Heute ist zu viel passiert, dass ich das jetzt verstehe. Du kommst wieder. I'll be back, Fergie. I'll be back. Auf die stille Treppe, Daniel. So sieht's aus. Kann doch nur nicht wahr sein. Also, da kommt er wieder rein, ohne Hallo zu sagen. Hab schon gedacht, ich hab ihn erzogen. Nee, hab ich nicht. Eieieiei. Und dann das. Und dann wundert er sich wieder.
Kann ich da eigentlich auch was da dran hängen? Ach lol. Okay, das ist ja cool. So, was haben wir denn hier noch? Dann haben wir noch das da. Das können wir ja hier dran. Rot ist wieder da. Ja, sehr gut. Aber jetzt wollte ich doch erstmal hoch aufs Dach leihen. Hoppla, Anja, hoppla. Wie konnte das denn passieren? So. Ja. Ja, mir geht es ja genauso. Ja. Wegen Steam Link dann, ne? Denselben Account benutzen und spielen. Ja, aber dann habt ihr doch trotzdem zwei getrennte Accounts. Also einer für dich und einer für. Oder? Nee, wir spielen nicht auf dem Server. Ich bin der Horst, Sami. Ich bin der Horst. Aua. Oh Gott, ich bin gerade beinahe in den Tod gesprungen. Ja, ich sollte was essen. Eieiei. So, apropos Essen. Also, was soll ich essen? Ich soll Mohrrüben essen und was soll ich noch essen? Wurst und Fisch. Mohrrüben, Wurst und Fisch, alles klar. So, dann, wo ist Fisch? Da. Richtig, Anja, genau. Fisch. Aber wie funktioniert das, wenn du jetzt zwei Accounts hast, musst du das Spiel doppelt kaufen? Siehst du, der Horst, der Karl-Heinz heißt. So sieht's aus. Was ist hier los? Hier ist irgendwas. Mann, der sieht ja aus wie Karl-Heinz. Finde Voraussetzung. Ach, Bronzenägel fehlen. Wer sieht aus wie Karl-Heinz? Genau wie? So sieht's aus. So, was haben wir noch auf der Hand hier? Das da? Das Schwabbelding? Das setzen wir noch hier hin. Ich habe einige Trophäen noch nicht aufgehängt, Leute, gell? Habt ihr es gesehen gerade? Boote gehen kaputt. Wildschweine? Nee, wir haben eigentlich die Boote so stehen, Sami, dass eigentlich es nicht kaputt gehen könnte. Und dass da kein Vieh drankommt. Aber vielleicht ist er doch irgendwie durchgekommen. Ich würde dann nicht doppelt kaufen. Ich würde es nur neue Spiele auf zwei verteilen. Dann kann ich zumindest noch was anderes spielen, wenn einer meiner Liebsten was von dem anderen Account ausleiht. Ach so. Ach so, du verteilst es auf zwei Accounts. Okay, dann habe ich es jetzt verstanden. Sie passieren seltsame Dinge bei uns. Dann habe ich es jetzt verstanden. Ist ein Geist da oder was? Ja. Oje, Mini. Oh, wir kriegen gerade ordentlich Besuch. Schiff normalerweise abbauen. Ja, dann hängen wir den doch mal hier hin. Ja, das sieht auch süß aus. Okay, Lachs daran, alles klar. Übrigens, Klingelingeling draußen. Was ist denn? Ja, Hashtag 22 Uhr! Ach so, Entschuldigung! Ach, das stand ich aber voll auf dem Schlauch. Alter! Moment. Klingelingeling. Es ist 22 Uhr. Wenn die Glocken schon mal läuten hier, ne? Wenn die Glocken läuten. Ja. Die großen Glocken läuten nämlich jetzt gerade. Also. Weißt du? Die großen Glocken? Die großen Glocken läuten. Wahnsinn.